9! Okay, Leute, herzlich willkommen zu meiner Lieblings-WG, die Mädchen-WG im Schnee, Folge 8. Wer alle anderen Folgen nicht gesehen hat, der kann sie sich hier angucken. Und dann würde ich auch schon sagen, wir fangen an mit der ersten Szene. Okay, los! Laut der letzten Folge haben die Mädchen ja in einem Igloo übernachtet. Hoch oben in den Tiroler Bergen, fern der Zivilisation. Fernab der Zivilisation. Für kleine Sachen, da oben ist die Hexenseehütte, gell? Fernab der Zivilisation! Geil. Ich lag auch in der Nacht, hab ich meine Wärmflasche immer genommen und hab die dann immer so ins Gesicht gelegt. Es war echt kalt. Die Frage ist, wo hat sie diese Wärmflasche her? Ich glaube kaum, dass sie sich Wasser über dem Feuer erhitzt haben, das sie sich gemacht haben. Warum sehen wir später, wenn sie versuchen, Rührei zu machen? Aber Leute, wenn wir irgendjemandem erzählen, dass wir in einem Iglu geschlafen haben, der glaubt uns das noch nie im Leben, oder? Spannend bleibt's. Nachdem man so eine ganze Nacht im Iglu verbracht hat, drückt natürlich am nächsten Morgen auch die Blase. Ich muss wirklich auf Klo. Ja, ich auch. Aber richtig. Vielleicht friere ich dann so fest und dann bin ich gestorben in einer Pose, in der man nicht stand. Hier eine kleine Auswahl der Posen. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie. Sag ich euch nicht. Auch wenn es so viele schöne Posen gibt, ist Wildpinkeln für die Mädchen jetzt nicht so unbedingt das Ding, was sie heute machen wollen. Deswegen begeben sie sich zur Hütte. Fernab der Zivilisation. Da müssen sie aber erstmal hochwandern. Outdoor ist sehr anstrengend und es ist nichts für mich, weil ich eher so... Indoor bin? Hallo? Morgen! Hallo! Wo kommt ihr denn her? Der hat Bock auf seine Rolle. Ich überlege gerade eben, was passieren würde, wenn man jedem Paketboten so aufmacht. Moin! Wo kommst du denn her? Von draußen. Die Frage ist, was hat die Redaktion ihm für eine Aufgabe gegeben? Du, Schorsch, sei mal bitte dann so unangenehm wie möglich einfach. Wir haben eine Nacht im Iglu geschlafen. In welchem Iglu? Das war unten. Das haben wir da gebaut. Wo ist das? Da unten. Wo da unten? Safhaus? Nein, direkt hier. Wo hier? Da am Hexensee daneben. Ich wäre spätestens nach dem zweiten Satz umgedreht und hätte irgendwo in den Schnee gepinkelt. Ihr wart allein? Ja. Was sagen eure Eltern dazu? Sie sind nicht da. Wir haben hier Urlaub ohne Eltern. Ja, ist das genehmigt? Was wollen Sie denn? Ein Paket? Was für ein Paket? Das? Wo ist das? Hier? Wo? Hier? Im Treppenhaus? Nein, direkt hier. Ja, wo hier? Was sagen deine Eltern dazu? Ist das genehmigt? Kein Witz, ich hätte Angst vor ihm. Letztendlich durften sie auch alle rein und aufs Klo gehen und jetzt fragen sie auch noch nach Eiern. Dass der Hüttenmann uns die Eier so mitgegeben hat, fand ich richtig nett. Echt, so voll nett von ihm. Ich hätte die nämlich als Rührei mitgegeben. Wieder zurück beim Iglu gehen Leona und Lilly erstmal Zähne putzen. Und dabei kommen sie irgendwie auf das Thema Jungs. Aber so generell werden Jungs ja immer mehr Sachen zugetraut als Mädchen. Das finde ich ja, echt doof. Ja, Mann! Die Vibes will ich bei Mädchen und Jungs WG und nicht von wegen so, oh mein Gott, wir müssen gegen Mädchen Fußball spielen. Ja, und mit den ganzen Eiern versuchen die Mädchen jetzt Rührei zu machen über dem Feuer. Aber es wird nie im Leben Rührei. Nee, es wird eher Spiegelrührei. Gespiegeltes Rührei, oh Gott. Blöderweise haben sie nichts, worauf sie die Pfanne abstellen können, deswegen müssen sie sie dabei halten. Lass mich einmal die Eier verrühren. Oh, scheiße! Wisst ihr, und die Verschwendung des Rühreis, das da übergeschwappt ist, tut nicht mal ansatzweise so weh, als wie wenn die Jungs bei der Jungs-WG in Amsterdam damit jonglieren und Eier auf den Boden werfen. Das, ah. Naja, und es ist halt einfach super anstrengend, diese Pfanne die ganze Zeit über dem Feuer zu halten. Deswegen glaube ich nicht, dass Lilly sich einen Topf 20 Minuten lang über die Flamme gehalten hat, damit sie warmes Wasser für ihre Wärmflasche hat. Wo hat sie denn dann das warme Wasser her? Es ist scheiße schwer. Es ist sehr anstrengend, draußen zu sein. Deswegen ist sie lieber indoor. Und fertig mit allem muss noch ein Erinnerungsfoto vor dem Iglu gemacht werden. 3, 2, 1. Und schaut mal, Kindes, hier ist eure Oma, wie sie damals vor einem Iglu posiert hat. Wo? Na da. Ja, aber wo? Na da. Ja, damals, da war ich noch jung und hübsch. Wieder zu Hause angekommen, müssen die Mädchen erstmal einen Spa-Tag einlegen, weil sie sich von der Kälte und der Nacht im Iglu erholen müssen. Dafür wollen sie auch eine Hotstone-Massage machen. Das heißt, man legt so diese schwarzen, großen, heißen Steine auf den Rücken. Dafür haben sie Steine im Garten gesammelt. Und die müssen sie jetzt irgendwie erhitzen. Lass sie mal antun. Das wird nichts. Das wird auch nichts. Wir brauchen irgendwie Toaster. Top. Nein! Können wir doch einfach erstmal abfahren. Okay. Ich frage mich, wie das bei der Schlüsselübergabe der Villa irgendwann läuft, wenn der Besitzer oder die Besitzerin mal vorbeikommt und sagt so, okay, was ist hier alles kaputt gegangen?
Mhm. Wo kommen die Kratzer im Topf her? Keine Ahnung. Und was ist mit dem Toaster passiert? Naja gut, wir wollten Steine aus dem Garten erhitzen und als sie nicht in den Topf gepasst haben, haben wir sie getoastet. Irgendwann ist auch alles vorbereitet und es geht los mit der Verwöhnungskur. Wir haben super tolle Ideen gehabt. Wir haben super schön dekoriert. Oh, oh Gott. Das stimmt, sie haben sich wirklich Mühe gegeben. Und die Idee, die Hände mit Schokolade einzucremen, ist auch super geil gewesen. Das muss so eklig sein. Stell dir vor, wie die Hände danach riechen müssen. Ah. Vor allem ist es doch dann total klebrig und rau. Wie willst du dann die Hände massieren? Es ist so... Ja, und wie das bei einer Massage eben auch ist, gehört auch so ein bisschen Smalltalk dazu. Oh, Zuckerwatte wäre cool. Erzählen Sie doch mal, was machen Sie denn so beruflich? Also ich bin beruflich immer sehr beschäftigt. Das sage ich auch immer. Das ist einfach anstrengend. Und vom Thema Job kommen wir dann auch nochmal zum Äußerlichen. Benutzen Sie Botox, wenn ich fragen darf? Also ich würde nicht sagen, ich bin eine Naturschönheit. Und das sage ich auch immer. Aber bleiben wir beim Thema Botox. Würdet ihr später Botox benutzen? Also ach, so. Gar keinen Fall. Ich auch nicht. Nee, ich weiß auch nicht. Ja, ich finde, es ist völlig normal, dass du alterst. Das sagen sie jetzt noch. Zum Beispiel Lachfalten. Das ist doch was so Schönes. Da weiß jeder. Ein glücklicher Mann. Ein glücklicher Mensch hat viel in seinem Leben gelacht. Das ist doch toll. Vielleicht kommen die Falten aber auch vom Weinen. So, Thema Botox ist fürs erste Mal abgehakt. Machen wir weiter mit der Verwöhnungskur. Danke, Leute. Ich finde, wir sollten echt mal so eine Klangmassage. Jetzt kommt die Klangmassage des Jahrhunderts. Mhm, alles klar. Kann losgehen. Und auf einmal fährst du auf die ganzen Jungs ab und sie sind alle heiß und du kriegst einen super hotten Typen ab, einen Millionär. Und auf einmal wirst du 40 und es wird langweilig. Du kriegst einen Job als Ärztin und denkst nur so, was mache ich hier? Ich finde, so ein bisschen Groove hat das schon. Auch wieder lustig, die Verbindung dazu, dass Clara jetzt auch Medizin studiert. Am Ende des Tages rufen noch die Jungs an, weil sie sich nochmal mit den Mädels treffen wollen. Aber irgendwie hat es laut der Redaktion nicht so gefunkt. Und die Mädchen haben vielleicht auch gar nicht mal so viel Bock auf die Jungs. Deswegen sagen sie ihnen jetzt ab. Er hat gefragt, ob wir Zeit hätten, uns mal wieder mit denen zu treffen, mit den anderen Jungs auch. Haben die nicht Schule? Ja, klar. Ja, ja, die haben Schule. Und wir haben einfach keine Zeit und die haben Schule. Das passt vorne und hinten nicht. Nee, sorry, wir können uns nicht treffen, weil ihr habt doch Schule. Ihr habt doch gar keine Zeit. Ja, ist blöd gelaufen. Also wir würden ja gerne, aber wenn ihr Schule habt, geht's halt nicht. Okay, tschüss! Oh, ich finde das immer komisch, irgendwie Leuten zu sagen, so ja, nee, doch nicht. Ja. Aber ganz, seien wir mal alle ehrlich, ne? Stell dir vor, wir würden ihn jetzt anlügen und dann würden wir es dann, keine Ahnung, was machen, was wir gar nicht wollen oder so. Ich liebe diese WG. Bis auf die teilweise Lebensmittelverschwendung vermittelt die nämlich auch wirklich gute Werte, habe ich das Gefühl. Und die sind 2 Jahre oder 3 Jahre jünger als die Jungs. Und dann sind die auch noch so süß, supportive untereinander. Am Ende gibt Clara noch ein Konzert und alle gehen schlafen. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, dann gebt diesem Video doch einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn ihr mich hier abonniert. Okay, tschüss.